Oben ist Zentori, Dynamo, ich weiß nicht, wozu die sind. Die sind wahrscheinlich jetzt wieder für irgendwas, was ich nicht brauche, wahrscheinlich für die Zwergenrüstung irgendwo zum Herstellen oder sowas, kann ich mir vorstellen. Ihr wisst da wahrscheinlich besser Bescheid als ich. Aber naja, passiert. Ich nehme es jetzt immer mit. Wegschmeißen kann ich später noch, wenn ich dann weiß, wozu die da sind. Ist da die Rüstung durchschlagen? Was soll das denn heißen? Heißt das, ich bekomme einfach für kurze Zeit mehr Schaden oder... oder dauerhaft mehr Schaden? Ich habe keine Ahnung. So, Würfel haben wir. Nach meiner Zählung haben wir insgesamt 4 Würfel. Nein, er kann bis 4 zählen. Ihr habt dich doch irgendwo einen verloren. Nö. So, und jetzt, wenn ich das hier benutze... geht wahrscheinlich das Tor auf, ne? Ja, genau. Ach, und... okay. Ich verstehe es langsam. Die roten sind immer nur einmalige Benutzungen und die blauen sind dann dauerhafte Benutzung. Ich verstehe. Gut, sowas muss man da natürlich wissen. So ein bisschen. Okay. Hier müssen wir nur noch nach da hinten irgendwo hin und den anderen besorgen. Müssen wir jetzt dafür hier erstmal das benutzen, um dann irgendwo hinzukommen. Weiß nicht, muss ich mal gucken. Einmal, zweimal. Okay. Dann abwarten. Gehen wir einfach mal hier lang, jetzt wo sich hier dieser Weg hier so langsam zeigt. Ja, wir müssen da hinten hin. Irgendwo. Da ist so ein Tor. Das müssen wir auch mal benutzen. So, gehen wir mal her. Au! Wow. Scheiß Ballista. Was die jetzt überhaupt hier ausgehalten hat, ne? So, im Wasser und sowas und nicht verrostet ist. Faszinierend, auf eine gewisse Art und Weise. Obwohl, es ist, ja, Dwemer-Metall. Und niemand hat gesagt, dass Dwemer-Metall auch so einen Oxidationsstatus hat wie Eisen. Ne? Aber auch schön, wie die Ballista-Pfeile oder Bolzen oder was auch immer hier so in meiner Rüstung drin stecken bleiben, einfach mal. Einfach mal so schön mich durchbohren. So, und wo geht's jetzt hier zum nächsten Würfel auf Total Doom? Was haben wir hier? Aber nichts Wichtiges. Hier haben wir ein Tor, das können wir bestimmt. Oder halt eine Brücke. Können wir irgendwie aktivieren oder deaktivieren, je nachdem. Aha. Aha. Könnte ich auch aktivieren. Ah, okay. Je nachdem, was ich hier benutze, je nachdem, kann ich dann hier weiter. Okay. Lässt sich wohl die Pumpe aktivieren. Aber wie nur herankommen? Zu Fuß. Wir müssen diese 3 Brücken herablassen, um zur Pumpensteuerung zu gelangen. Okay. Ich verstehe. Also, diese hier benutzt dann die mittlere und die rechte Brücke. Die mittlere macht dann alle. Nein. Die mittlere macht nur die linke. Okay. Machen wir mal so. Und so. Sehe ich das richtig? Ja. Siehst du schon, sind die ganzen Brücken runtergelassen. Passt jetzt nichts mehr an. Schnell. Ich bin doch schon dabei, meine Güte, ey. Der hält mich auch für doof, ne? Nur weil ich ein Krieger bin und keine Intelligenz habe, ja? Also ich fühle mich langsam ja echt diskriminiert hier als Krieger. Zeig dir mal gleich, was Nahe ist, du. Das zeige ich dem richtig. So, und da hinten sind wieder welche von den Zwergen, Sphären. Gönnt mich mal. Ich kann auch mal gucken, ob ich überhaupt eine Drachenmacht ausgerüstet habe. Verrecke! Gib mich, gib mich. Du warst dabei. Nichts Wichtiges, okay. Ne, jetzt, wo auch sich das Loot-Fenster schnell öffnet, kann man auch mal ruhig wieder jeden Gegner hier durchsuchen. Oder zumindest jeden zweiten. Die Spinnen brauche ich nicht zu durchsuchen, die haben sowieso nur Schrott dabei. Kleiner Seelenstein, pff, meinetwegen. Seelenstein tut nie weh. Gut. So, wo komme ich jetzt hier hin? Oder wieso komme ich hier hin? Weil ich zu Fuß gegangen bin, richtig?
Hier kann ich wieder. Ich habe eine Idee. Ich warte hier und hole diesen Würfel, sobald ihr den letzten gefunden habt, der uns noch fehlt. Viel Glück. Ja, super. Er wird bestimmt jetzt irgendwie überfallen oder sonstiges. Ich sehe ja schon kommen. Und wo ist eigentlich unser zweiter Würfel hin? Wir haben doch vier. Zwei haben wir im Vorraum. In dem Dings haben wir jetzt da immer nur einen wieder reingesetzt und wieder rausgesetzt. Und einen haben wir jetzt da hin platziert. Und wo ist der vierte? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht mal, was jetzt hier das Ding hier gemacht hat. Hat es das Wasser einfach nur abgelassen? Hm. Auf jeden Fall ist da eine Tür. Und wenn da eine Tür ist, ist das schon mal nicht verkehrt. Ach doch, ich habe noch einen, okay. Ich habe da eben oben links gelesen, du hast jetzt keine Würfel mehr. Ist aber irgendwie verkehrt. Ach, die Dinger schon wieder. Elegant ausgewichen. Kann auch sonst sehr gut elegant drin stehen bleiben. Okay, letzter Würfel. Und jetzt raus hier. Raus! Lauf! Was auch immer hier passiert, lauf! Habt ihr den Würfel? Gut. Dann nehme ich diesen Würfel und wir machen uns auf den Weg. Ja, das will ich aber auch hoffen. Nicht, dass er die Würfel an sich reißt und die Weltschaft an sich reißen will. So das Übliche halt, ne? Da beide Gruppen abgeschaltet sind, steigt das Wasser jetzt. Wozu die Eile? Oh, oh, das Wasser steigt noch höher. Einfach durch. Soll der Geiz? Ja, meine Güte, ich bin doch schon hier, während er noch labert. Also wirklich. Er ist so ein Kackbuhn. Soll mal lernen zu leben. So. Da unten haben wir jetzt noch Gegner. Auf sie! Einmal. Und hier nochmal. Einfach drauf. Einfach immer wild drauf hier. So. Ja, was auch immer. Wenn ihr die Kessel in Gang bringen wollt, braucht ihr den Würfel, den ich gefunden habe. Okay. Hier, ich habe diesen Würfel für euch aufgehoben. Das ist aber nett. Sollen wir dann mal weitermachen? Ja, meine Güte, der ist ja fast so ungeduldig wie irgendwelche Teenager. Ist ja schlimm. Wo geht's jetzt hier hin zu den weiteren Pumpen? Ich glaube nicht, dass das hier der richtige Weg ist. Da haben wir was. Ach komm schon. Ist doch nicht die Possibility hier. Verrecke einen elendigen Tod. Geht doch. Warum nicht gleich so? Und du hast dabei Schrott. Wer hätte es gedacht? Jetzt wahrscheinlich nochmal auf die andere Seite davon hin. Obwohl, nee, da ist ja nur der Dingens. Da müssen wir nicht hin, okay. Und was ich mal ganz kurz mache hier, ist einmal Magie. Drachenschreie. Habe ich tatsächlich keinen angelegt. Unerbitterliche Macht. Ich hoffe nur, dass wenn ich den einsetze, das Spiel nicht abschmiert. Muss ich mal ganz kurz austesten hier und... Okay. Weil es gab nämlich auch mal eine Mod, die hatte ich installiert und sowas, die dann quasi macht, dass wir andere Donnergeräusche haben oder sowas, oder höher qualitative Donnergeräusche oder sonstiges. Und das war nicht kompatibel mit dem Drachenschrei. Und das hat immer Skyrim zum Abstürzen gebracht damals. Und die Mod hatte ich jetzt standardmäßig noch mit hinzu installiert. Zumindest dachte ich das. Und deswegen habe ich das jetzt vorsichtig mal ausgetestet. So, aber wo muss ich jetzt hier hin, um das Ding einzusetzen? Das sehe ich jetzt wieder nicht. Ja, das Ding, was ich jetzt hier geöffnet habe, das bringt mich irgendwie nicht wirklich weiter. Kann ich weder tauchen, noch kann ich hier irgendwo durch. Das ist einfach nur dekorativ wertvoll. Bis zu einem gewissen Punkt. Das ist eine Riesentruhe, aber nee. Okay. Ich sehe jetzt hier gerade nicht wirklich etwas. Ich gucke wahrscheinlich auch wieder verkehrt und so, ne? Das Übliche. Da kann ich hoch irgendwie. Obwohl, es würde mir nichts bringen. Wir kommen ja eigentlich nur hier hin,
wo wir auch schon mal waren, wo es hier hingeht zu dem letzten Würfel. Was haben wir denn hier hinten noch Schönes? Nix, auch gar nichts. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir jetzt hier nach unten müssen, um einen weiteren Kontrollmechanismus zu bewegen oder sowas. Aber irgendwie sehe ich das hier nicht. Kann natürlich auch noch hier irgendwo in der Ecke sein oder so. Aber auch nicht. Oh, ist das merkwürdig. Gehen wir nochmal nach oben, um zu sehen, ob ich da irgendeinen Mechanismus übersehen habe. Hier nicht. Was ist das da? Ist das eine Truhe? Das ist eine Truhe, ja. Also was würde ich normalerweise nicht als Truhe erkennen. Und wahrscheinlich habe ich davon jetzt wieder zigtausend übersehen. Aber wie gesagt, ich habe halt meine Probleme mit den Dreamer-Truhen. Sind für mich halt keine Truhen. Das sind dekorative irgendwas. Alles Schrott. Pushen ausknacken, 30% leichter. Ja, ist ja ganz nett, aber ich kriege das ja auch so... Ach, Lydia. Wollen wir nicht rum hier. So. Da war ja nix. Ich versuche das jetzt hier von oben ein bisschen zu begutachten. Ach, da ist auch noch einer. Okay. Machen wir mal so. Und so. Ah, okay. Okay. Ah, jetzt verstehe ich das alles. Das sind die vier Kessel. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt von oben auch noch einen dann herabholen, um dann den Wasserpegel ansteigen zu lassen und so weiter und bla. Was kriege ich alles hin? So, du bist aktiviert, du bist aktiviert. Hier machen wir mal einen hin. Einen holen wir uns eben von oben. So. Ja, das ist ja schön für dich. So. Ach, mach's doch das nächste Mal alleine. Da drüben kommt so ein Centurio an. Du kannst mich mal gern haben. Und es hat nichts ausgemacht. War ja klar. Hey, wenn das jeder machen würde, hier mich zu zuhauen. Ich glaube, es hackt. Ich glaube es. Ich bin tot. Da hat er mir aber ziemlich schnell mit seinem komischen Dampf da ordentlich Schaden zugefügt. Aber jetzt wissen wir zumindest, was ich zu tun habe hier. Darum kommst du mal mit. Unten ist ja nichts. Also wirklich nichts. Oder ich habe zumindest nichts gesehen. Das ist natürlich auch im Bereich des Erdenklichen und Möglichen. So. Einmal. Zack. 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 Und zack. Und weil es so schön war, gucken wir nochmal bei den Drachenschreien, was uns jetzt... Bei den Drachenschreien, was uns denn jetzt mehr helfen würde. Vielleicht sogar die Drachenform. Ja, das andere hier könnte ich jetzt natürlich auch alles erlernen und sowas. Frostatem. Aktivieren. Ich habe ja genug Seelen. So, dann muss ich das wahrscheinlich nur noch durch weitere Formen, weitere Wörter von diesem Frostatem dann weiter ausbauen irgendwann mal. Wenn das denn dann jetzt gut ist, das weiß ich nicht. Wow, wow, Alter, das ist doch nicht wahr, was der an Schaden macht. Ganz ehrlich, na gut, wenn ich natürlich auch mitten in seinem Effekt drin stehe, dann sollte ich mich auch nicht wundern, dass es so viel Schaden macht. Ich weiß, aber es geht ums Prinzip. Das Prinzip ist scheiße. Nein, natürlich nicht. So, komm mal her, du Würfel. Vielleicht sollte ich einfach mal abspeichern, wenn ich deine Würfel benutzt habe. That's a possibility. Gut. Nein, 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 nein. Jetzt, oh, jetzt kann ich nicht mal mehr laufen hier. Ist ja schon wie nach dem Feierabend. So, dann pflanzen wir dich mal da rein. Dich mal da rein. Dich mal da rein. Dich mal da rein. Und... Nein, das war verkehrt.
Einmal Magie. Nutzen wir mal die Drachenform, einfach weil es ein bisschen stärker ist. Ich eine Panzerhaube ab und so weiter. Und dann speichern wir mal ganz kurz ab, um sicher zu gehen. So, komm her, du komischer Möchtegern-Riese. Ich mach dich platt. Oder zumindest lasse ich Lydia die Hauptarbeit machen. Da. So. Okay, macht er jetzt nochmal so einen Dampfatem oder macht er es nicht? Ach, das ist auch ein Centurion-Meister. Ja, dann ist kein Wunder, dass ich hier schnell down gehe. Hey, ich habe eine Drachenhaut, ja, also... Okay, aber die bringt mir auch nicht wirklich viel. Obwohl, ich mache da schon deutlich mehr Schaden. Den habe ich jetzt durch einen Hit gemerkt. Auf ihn! Verrecke! Was passiert da? Ich kann nichts sehen! Aber das ist nicht schlimm. Okay, habe ich ihn jetzt in die Hüfte gehauen und mich einen Keks gefreut, ja? Gut, zur Kenntnis genommen, makellosen Granatstein nehmen wir mit und dann freuen wir uns einen Keks. Meinst du? Hier haben wir einen Fahrstuhl, der ist nicht wirklich aktiv. Hier haben wir eine Truhe. 50 Gold, einen Granatstein, einen Schrott. Was war der Armseele gesehen? Schein, nee. Jedin, Rüstung, interessant. Alles für Beschwörer, ne? Obwohl... Die ist cool. Macht auch nur 6 weniger Rüstung, aber... Ich hab überlegt, ob ich die Lydia gebe. Das bringt ihr ja auch nichts, weil sie hat ja keinen... Keine Dingens. Das heilende Buch nehmen wir mal mit. Okay. Jetzt raus hier. Nein, das war verkehrt. Ich wollte schnell laufen. Und schneller laufen ist bei mir immer noch nicht auf Shift. Sollte ich vielleicht mal endlich ändern. So, jetzt gehen wir aber endlich raus hier und gucken, ob wir das Buch hier irgendwie öffnen können. Oder zumindest das Buch ergattern können oder sonstiges. Das wäre mal endlich ein Fortschritt. So, ab ins Lesezimmer! So, und jetzt? Aktivieren! Ich hab's aktiviert. Komm, ich aktiviere es nochmal. Yay! Wow! Jetzt dürfte es ein reines Gitterspiel. Gut. Hoffentlich lohnt es sich wenigstens. Bitte. Nach euch. Das habt ihr euch verdient. Ich dachte, wir brauchen so lange. Könnte es sehr gefährlich sein. Diese Bücher haben schon viele in den Wahnsinn getrieben. Ja, ich habe gesehen, was mich erwartet im letzten Buch. Nun gut, bevor ich das Buch lese, würde ich sagen, ich mache eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann in der nächsten Woche zu Skyrim. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und bis dann. Tschüss.